Hi und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge Top Mods in StarCraft 2. Heute mit der Map Nexus Wars. Ähnelt dem Desert Strike aus einer meiner letzten Folgen ziemlich. Ist aber ein bisschen ja, strategielastiger, sage ich jetzt mal. Wer Castle Defense aus Warcraft 3 kennt, der wird die Map, und wer die natürlich mochte, der wird diese Map auch lieben. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Castle Defense immer noch ein bisschen die Nase vorne hat. Das macht aber nichts. Auch die Map hier ist lustig und schön zu spielen. Kommen wir nun zu der Map. Es spielen 4 gegen 4 Spieler. Verteilt auf 2 Basen. Ihr seht hier in unserer Basis das Hauptgebäude. Das Ziel ist natürlich, das gegnerische Hauptgebäude zu zerstören. Genauso müssen wir auf unseres aufpassen, dass die Gegner nicht dasselbe tun. Wir haben hier einen Worker, mit dem können wir aus entweder Protoss, Terraner oder Zerg Einheiten bauen. Die Gebäude, die kosten unterschiedlich Mineralien. Seht ihr hier Marines 50, Reaper 75 und immer so weiter. Und diese Gebäude, die ihr baut, bringen euch Income. Income bekommt ihr nach jeweils der abgelaufenen Zeit, die ihr rechts oben seht. Hier jetzt in 5 Sekunden. Natürlich logisch, je mehr Gebäude ihr baut, umso mehr Income bekommt ihr. Also solltet ihr eigentlich tunlichst darauf bedacht sein, eure Mineralien immer auszugeben für die Gebäude. Wenn ihr die Gebäude gebaut habt, seht ihr, die Einheiten bauen sich vollautomatisch. Selbst wenn ihr die Produktion kurzzeitig abbrecht, wird sie nach kurzer Zeit wieder automatisch anlaufen. Die Einheiten nach der fertigen Bauzeit spawnen natürlich aus dem Gebäude und laufen dann über die gerade Strecke entweder oben oder unten Richtung Gegner. Der Gegner hat natürlich auch schon Gebäude gebaut, ganz logisch, und jetzt liegt es an uns, wer hier die Übermacht hat. Entweder wir oder der Gegner. Im Optimalfall sollte es so sein, dass 2 Teammitglieder in der oberen Hälfte bauen und 2 in der unteren, um eine gewisse Gleichheit von Einheiten zu haben. Bei uns haben jetzt leider 3 unten gebaut und nur ich alleine oben. Deswegen sieht es ein bisschen mau aus bei mir. Aber ihr seht, das können wir regeln. Der Worker hat seinerseits auch ein bisschen Schaden, den er verursachen kann, wenn ihr ihn auf die Einheiten schickt. Des Weiteren kann er einen Verteidigungsturm bauen, eine Photon Cannon, die allerdings zwar natürlich angreift, aber euch kein Income gibt. Das heißt, seid ihr so in die Defensive gedrängt, dass ihr eine Photonkanone bauen müsst, wird man das natürlich an eurem Income spüren. Zwar im Late Game nicht mehr, aber im frühen Spiel, was oft schon spielentscheidend ist. 2 Stück könnt ihr von den Photon Cannons bauen. Die könnt ihr auch upgraden. Als letzter Defensivschlag hat jeder Spieler einen Nuklearschlag. Das heißt, schaffen es eure Einheiten nicht, die Gegner aus der Basis wieder rauszudrängen, und eure Photon Kanonen auch nicht. Könnt ihr mit dem Nuklearschlag ein ziemlich großes Areal einfach wegbomben. Der lädt sich allerdings nicht mehr auf, also ihr habt wirklich nur einen Nuklearschlag pro Spiel. Ihr könnt hier mit Transit bei eurem Worker den Worker auch über kurze Strecken porten. Ja, zu den Gebäuden sei noch erwähnt, dass ihr nicht festgelegt seid auf eine bestimmte, entweder auf Protoss oder Zerg. Ihr könnt auch, wenn ihr zuerst Zerg-Gebäude gebaut habt, bei der Terraner oder Protoss bauen, das bleibt euch überlassen. Allerdings ist ein kleiner Nachteil von der Mischbauweise, dass wenn ihr dieses Gebäude baut, indem ihr Upgrades in Heroes kaufen könnt, die Upgrades nur für eine Rasse, nur für ein Volk zählt. Das heißt, ihr habt prinzipiell doppelt so viel abzugraden, wenn ihr euch für eine Mischmaschbauweise entscheidet. Deswegen spiele ich meistens nur mit einer Rasse. Ja, das letzte Gebäude hier beim Worker ist ein Banpei. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Der Banpei kann eigentlich nichts außer euren Income erhöhen.
für 175 Mineralien 16 Income. So ein gutes Income-Mineralien-Verhältnis gibt es sonst bei keinem Gebäude. Wie gesagt, es spawnen allerdings keine Einheiten raus. Also solltet ihr das eher bauen, wenn ihr in einer sicheren Position seid. Wie wir jetzt zum Beispiel, würde es sich anbieten, ihr seht, unsere Armee ist schon ziemlich weit vorgedrungen zum Gegner. Wäre jetzt so eine Möglichkeit, einen Banpei zu bauen. Ihr könnt in dem Upgrades and Heroes Gebäude auch Helden bauen, die kosten 1000 Mineralien. Sind ziemlich durchschlagskräftig. Ja, im späteren Spiel können sie manchmal spielentscheidend sein. Müssen aber nicht. Ein schlecht gespielter Held fällt auch sofort um. Vor allen Dingen, da die Armeen später ziemlich groß werden. Das Spiel generell wird oder kann relativ lange dauern. Nach 40 Minuten gibt es ein Enrage, das heißt, jede Einheit macht 300% mehr Schaden. Ist letztendlich dafür da, dass die Einheiten schneller ausgelöscht werden. Ihr werdet merken, je weiter das Spiel voranschreitet, umso leckiger wird das Spiel und umso mehr ruckeln wird es, weil einfach tausende von Einheiten, tausende vielleicht ein bisschen übertrieben, trotzdem tausende von Einheiten hier übers Spielfeld wuseln und das Ganze sehr rechnerintensiv ist. Von daher würde ich euch empfehlen, probiert das Spiel einfach mal aus, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, wenn ihr den Guide, das die Folge von Top Mods mögt, klickt auf Magisch, ihr könnt den Channel natürlich gern abonnieren oder im Channel vorbeischauen für die anderen Folgen sowie andere Spiele. Ich werde es in dieser Folge jetzt bei dieser einen Mod-Map belassen. Nächste Folge kommen wieder zwei Maps dazu. Momentan bin ich einfach zeitlich zu eingespannt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.